Die Aktienmärkte feiern heute Party. Aber was für eine Party ist das eigentlich? Ist das eine Trump-Party, weil Trump die Wahl gewinnt? Oder ist es eine Biden-Party, weil eben Biden gewinnt? Das versuche ich in diesem Video zu beantworten, zumindest was die Märkte erwarten. Wir sehen breit gefächert, ob an der Wall Street oder auch in Europa, die Aktienindizes meistens gut 2% im Plus. Aber was ist eigentlich die Erwartung hinter diesem Trade? Was passiert da gerade? Warum gehen die Aktienmärkte nach oben? Das wollen wir uns anschauen. Zunächst mal sehen wir, dass wir hier es mit der stärksten Rallye zu tun haben an einem US-Wahltag seit dem Jahr 2008. Und das ist natürlich ein fürchterlich gutes Omen, denn was ist im Jahr 2008 nach der US-Wahl passiert? Da ist er ein bisschen nach unten gegangen in der Folge, aber das sind natürlich historische Zufälle. Das sind Ähnlichkeiten, die überhaupt nicht beabsichtigt sind. Jedenfalls sehen wir, dass Dow Jones und S&P 500 den besten Handelstag seit dem 5. Juni haben. Hurra-Stimmung, es kann nicht schief gehen. Wo ist das Risiko? We buy and buy and buy and everything goes up. Skyrocketing stock market, stocks always go up, werden sich da viele sagen. Und sind schon dementsprechend positioniert. Vielleicht ist es so, dass wir heute sehen, dass hier Puts aufgelöst wurden. Und viele vielleicht der Auffassung, Mensch, die Sache ist für mich jetzt klar. Und dementsprechend brauchen wir diese Absicherung, brauchen wir diese Puts nicht mehr. Eben diese Puts waren ja in letzter Zeit sehr, sehr stark hochgefahren worden. Höchster Stand seit Mai diesen Jahres, weil man sich gesagt hat, oh, wenn jetzt die US-Wahl umstritten ist, wenn sie umkämpft ist, wenn sie angezweifelt wird, dann haben wir da ein Problem. Offenkundig hat man dieses Problem jetzt heute nicht mehr. Und wir wollen uns anschauen, wen die Märkte eigentlich als Sieger erwarten. Und da hat Holger Čepić eine Antwort. Wir sehen nämlich heute zunächst mal steigende Anleiherenditen. Und das ist ja genau das, was die Märkte erwarten, wenn Joe Biden gewinnt und vor allem klar gewinnt, wenn er also einen Sweep schafft, wenn die Demokraten einen Sweep schaffen, also Präsidentschaftsamt, Abgeordnetenhaus behalten und dann sogar den Senat noch gewinnen, denn die Überzeugung dahinter ist, ja gut, dann kriegen wir einen großen, großen Stimulus. Und dieser Stimulus ist tendenziell dann inflationär auf der einen Seite und treibt die Verschuldung der USA auf der anderen Seite massiv nach oben. Dementsprechend steigen dann die Anleiherenditen bis zu 100 Basispunkte, also bis 1% noch oben drauf. Aktuell sind wir so im Bereich 0,88. Und das wäre dann wieder eine 10-jährige US-Staatsanleihe mit fast 2% Rendite. Ja, Renditen, Zinsen, wo gibt's denn das noch? Ist doch schon lange her, könnte man sagen. Jedenfalls haben wir heute das höchste Niveau seit Juni erreicht, also hier stärkste Rallye seit Juni an der Wall Street und wir sehen die höchsten Anleiherenditen seit Juni und das kann eigentlich nur die Erwartung eines Biden-Sweeps sein, nämlich eben dieses großen Stimuluspaketes, denn wenn Biden zwar gewinnt, aber der Senat republikanisch bleibt, dann geht das ganze Hickhack um den Stimulus weiter. Und wir sehen, wie schwierig das war ja im Vorfeld der US-Wahl. Da konnte man sich nicht einigen, weil die Republikaner sagen überwiegend, naja, wir wollen nicht so einen großen Stimulus. Wir wollen hier nicht die undisziplinierte Haushaltspolitik weiterfahren. Also das ist das erste Indiz. Dann schauen Sie heute mal auf den Dollar, der wird abverkauft. Normalerweise sagt man sich, okay, wenn Biden einen Sweep macht, dann wird der Dollar schwach. Wenn Trump dagegen gewinnt, dann dürfte der Dollar zulegen. Das zumindest ist die Konsenserwartung. Dementsprechend kann eigentlich nur die Schlussfolgerung sein, dass die Märkte einen ziemlich klaren Biden-Sieg erwarten. Kommt der auch? Das wird die große Frage sein. Oder wird man da auf dem falschen Fuß erwischt? Ähnlich falsch wie im Jahr 2016. Damals sind die Märkte ja zunächst mal auf Future-Basis kollabiert, nachdem Trump überraschend gewonnen hatte, um dann massiv zu steigen. Vielleicht haben wir diesmal die ganze Logik umgedreht. Wir steigen ziemlich heftig, um dann zu kollabieren. Wer weiß es, wir werden sehen. Das wird eine spannende Frage sein. Goldman Sachs jedenfalls ist in Sachen Biden optimistisch. Der sagt, ja, Biden, der liegt vorne in Arizona, in Florida, in Georgia und auch in North Dakota. Und wenn er nur einen dieser Staaten gewinnt, und die werden relativ früh ausgezählt, weil teilweise zumindest an der Ostküste liegen, dann dürfte er locker diese 270 Wahlmännerstimmen schon im Kasten haben. Diese Staaten berichten relativ früh ihre Ergebnisse und das könnte also sein, so Goldman Sachs, dass wir schon sehr, sehr früh wissen, wer der Wahlsieger ist. Ist die große Frage, ob das stimmt. Schauen wir uns mal hier
die einzelnen Bundesstaaten an. Arizona schließt um 23 Uhr unserer Zeit die Wahlurnen, Wisconsin um 0 Uhr, alles also so zwischen 23 und 0 Uhr, so diese wichtigen Swing States, die dann zumachen. Normalerweise gibt es dann eben die ersten Polls, also die ersten Hochrechnungen, wenn man so will, aber wir haben eben viele Staaten, die noch lange, lange eben diese Briefwahlstimmen zählen können. Georgia etwa bis zum 13. November, Florida bis zum 15. November und sogar Arizona bis zum 23. November. Dann muss praktisch hier das Ergebnis verkündet werden. Also Ohio 18. November, Pennsylvania 23. November. Also wir sehen, das könnte noch ziemlich unschön werden, weil eben vielleicht doch nicht klar ist, wer gewonnen hat. Seth Donald jedenfalls sagt, ja, für mich völlig klar, wer gewinnt, nämlich Icke. Ich werde mindestens 306 von diesen Electoral Votes haben, also von den Wahlmännerstimmen. 270 braucht man ja, 306 hatte er im Jahr 2016. Also er sagt, ich werde noch deutlicher gewinnen als vor 4 Jahren. Anders Andreas Steno Larsen von Nordea, der skandinavischen Bank. Der sagt also, meine Schätzung ist, dass Biden ganz, ganz knapp gewinnt. Es wird auf Pennsylvania ankommen. Warum ich diesen Tweet hier zeige, ist vor allem die Schlussfolgerung, die Andreas Steno Larsen hier unten in dem Tweet macht. Nämlich, dass er sagt, also es kann gut sein, dass wir in Europa aufwachen, wenn wir denn schlafen. Viele wollen ja die Nacht durchzechen und sich diese Wahl antun, dass es also sein kann, dass Trump in Führung liegt, wenn Europa sozusagen aufsteht, dann aber sozusagen möglicherweise die Dinge sich drehen, eben mit der Zählung der Briefwahlstimmen. Das ist das große Risiko, das die Aktienmärkte heute zunächst mal völlig beiseite schieben. Schauen wir uns mal die ersten Zählungen von Stimmen an. Florida hat nämlich schon angefangen. Da waren wir so vor 1,5 Stunden, vor einer Stunde bei republikanischen Stimmen 3,716 Millionen. Ein Vorsprung von 26.654 Stimmen. Nicht gerade viel, muss man sagen. Allerdings ist es ja meistens so, dass die Republikaner häufiger direkt vor Ort dann am Wahltag wählen als die Demokraten, sagt man, das würde bedeuten, dass Trump Florida gewinnt. Das muss er auch unbedingt gewinnen, denn ohne Florida hat er ein Riesenproblem. Ohne Florida wird er wahrscheinlich keine Chance haben, diese Wahl zu gewinnen. Also das ist ein Must-Have, das ist sozusagen eine Conditio sine qua non, wie der Lateiner zu sagen pflegt. Jetzt ist es aber so, dass die Märkte ja sagen, ja, ist doch alles schick, ja, wenn der Biden gewinnt, dann haben wir Stimulus, ist alles schick, dann können wir richtig Party machen, haben wir zwar Verschuldung, ja, das ist das, was man ja Trump immer zugute hält. Die Trump-Supporter sagen, ja Mensch, der hat die Steuern gesenkt, die Unternehmenssteuern gesenkt. Man vergisst dabei zu erwähnen, dass dadurch natürlich die Staatsschulden massiv explodieren, in Corona sowieso, aber auch davor schon, weil sich eben diese Unternehmenssteuersenkung überraschenderweise nicht selbst refinanziert, das ist das Mantra der Republikaner immer gewesen oder derjenige, die sagen, wir müssen die Steuern runter. Es ist eine gute Idee, Steuern zu senken, aber man braucht dann irgendwie trotzdem noch eine solide Haushaltspolitik und die ist eben nicht erkennbar. Jedenfalls schert jetzt Morgan Stanley aus der Reihe und sagt, ja Leute, das sehen wir aber nicht so positiv, wenn Biden jetzt wirklich einen Sweep schaffen würde, wenn die Demokraten einen Sweep schaffen würden, nämlich alles drei gewinnen, denn dann würde das mit der Fiskalpolitik ein bisschen schwierig werden, also dann dürften die Defizite eben ausufern. Und vor allem, was Kolanovic hier sagt, Kolanovic, einer der bekanntesten Banker in den USA, Analyst, der sagt hier gegenüber JP Morgan, naja, liebe Kollegen, das sind hier Kollegen, die ihr direkt angreift, ihr habt einen politischen Bias, ihr seid pro Biden. Ich sehe das viel, viel kritischer, denn unter Biden würde die Wirtschaft langsamer wachsen oder würde abbremsen, dann würden wir Steueranhebungen sehen und vor allem wir hätten regulatorisch ein anderes Thema und das ist vielleicht das, was die Märkte so unterschätzen. Man denkt, wenn Biden gewinnt, dann wird er vielleicht ein bisschen Unternehmenssteuern anheben, das kann man verschmerzen, aber das große Problem, warum die oder das große Problem, was für die Wall Street sein könnte, wenn Biden wirklich hier ganz den Sieg davonträgt, ist die Regulatorik. Trump hat wahnsinnig viele Regularien außer Kraft gesetzt, gelockert. Das ist ein zentraler Grund für die Rallye der Wall Street in den letzten 4 Jahren. Nicht, weil die Wirtschaft jetzt so gebrummt hätte, sondern eben, weil dann dieses
massive Moral Hazard eingesetzt hat. Also alles war möglich, alles ist erlaubt und wenn alles erlaubt ist, dann geht auch alles. Dementsprechend hier erste Warnungen, also hier von prominenten Banken und Bankern, die sagen, naja, wenn Biden gewinnt, dann ist das vielleicht nicht so, wie ihr euch das vorstellt, nämlich, dass die Märkte nach oben gehen, weil fetter Stimulus und alles wird schick. Das ist sozusagen jetzt das spannende Spiel, das hinter den Kulissen läuft. Insgesamt sehen wir, dass dieses Jahr das acht volatilste ist in der Geschichte. Und wir haben jetzt schon 220 Tage mit einer Bewegung von mindestens 1% in den Indizes. Ich erinnere mich an das selige Jahr 2017. Das war das Jahr, als man auf die Steuersenkungsreform von Donald Trump hoffte. Da sind die Aktienmärkte meistens 0,2%, 0,3% gestiegen. Sie gingen so ganz konstant, so ganz langsam nach oben. Das ist in diesem Jahr leicht volatiler, könnte man sagen. Wir haben einen Corona-Crash gehabt, dann haben wir eine massive Rallye gehabt, dann haben wir wieder eine Korrektur gehabt. Was passiert jetzt? Das ist die Frage. Und da gibt es jemand, der eine Antwort hat. Lars von Thienen, der jetzt gestern bei Markus Koch zu Gast war, der die sogenannte Zyklusanalyse betreibt und den ich schon im August gesehen hatte. 19. August war er Gast bei Markus Koch gewesen in der Sendung von Markus Koch und hatte damals gesagt, ja, der Zyklus, der Aufwärtszyklus, der endet jetzt. Und bums, wir hatten am 3. September dann das Hoch gesehen an der Wall Street und dann ging es nach unten. Und er sagt jetzt, nein, dieser Abwärtszyklus, der ist noch nicht vorbei. Wir sind noch mittendrin, der wird im Dezember erst enden. Dann dürften wir sozusagen einen Aufwärtszyklus haben bis März. Also hier spuckte jemand in die Bullensuppe. Ob zu Recht werden wir sehen. Jedenfalls hatte er im Sommer recht gehabt mit seiner Prognose, dass die Party bald vorbei ist. Und damals waren alle euphorisch, haben gesagt, Mensch, das wächst in den Himmel, das geht ja gar nicht anders. Alles super, da ist ja permanentes Wachstum, vor allem bei den Nasdaq-Werten. Es kam dann ein bisschen anders. Und wir haben auch gesehen, dass manche Dinge überraschenderweise anders kommen. Ein Paukenschlag am chinesischen Kapitalmarkt. Der weltgrößte Börsengang des Zahlungsabwicklers Ant Group wird 2 Tage vor dem geplanten IPO gestoppt durch die Herrschaften in Peking, die sagen, ja, mit den Regularien, da müssen wir ein bisschen strenger sein. Und das Problem ist, dass ja sozusagen hier schon am grauen Markt diese Aktie von Ant gehandelt wurde. PayPal ist praktisch der Konkurrent dazu. Eine Tochter von Alipay, also praktisch das größte IPO der Weltgeschichte, sehen wir hier sogar größer noch als Saudi Aramco. Über 30 Milliarden Dollar sollten da erlöst werden. Wie gesagt, da wurden schon massive Gewinne der Aktie gespielt am Graumarkt. Da haben sich manche schon reich gerechnet und möglicherweise wird das jetzt Ganze ein bisschen schwieriger. Das ist ein Schlag ins Kontor. Alibaba, die Mutterfirma, 8% im Minus. Das könnte für den chinesischen Aktienmarkt ein bisschen unschön werden, wenn man da eröffnet. Völlig unabhängig von der Frage, wer jetzt US-Präsident, ob Biden oder Trump sein wird. Die Chinesen sagen sich, es ist eh egal, wer Präsident sein wird, denn wir werden mit den Amerikanern weiter Schwierigkeiten haben, ob unter Biden oder unter Trump, macht keinen Unterschied. Also, das ist die Situation. Jetzt ist die Frage, haben die Märkte recht, wenn sie diesen Sweep erwarten? Offenkundig, schwacher Dollar, steigende Anleiherenditen, das war das Rezept sozusagen für einen Biden-Sieg. Wenn es anders kommt, dann dürfte es schwierig werden für die Aktienmärkte. Ich habe meine persönliche Anschauung schon mehrfach thematisiert, muss ich nicht wiederholen, aber es könnte eben doch ein bisschen anders kommen, als die Märkte das heute eingepreist haben. Wir werden sehen, zumindest könnte es unklarer sein, dass zum Beispiel die Republikaner den Senat behalten und damit das große Stimulus-Programm möglicherweise nicht kommt. Und auch das müssten die Aktienmärkte auspreisen. We will see. Ich bin gespannt auf das, was heute Nacht passiert. Morgen im Videoausblick weiß ich vielleicht ein bisschen mehr und würde mich freuen, wenn Sie da wieder dabei sind. Jetzt sage ich Servus und Ciao. Und für diejenigen, die aufbleiben, gute Unterhaltung heute Nacht. Es wird wirklich ein geiles Ding. Ich sage Servus und Ciao.